Die EU macht jetzt ernst. Liebe Freunde des natürlichen und normalen Lebens, die EU macht jetzt ernst. Am 3. Januar diesen Jahres hat sie eine Verordnung mit der Nummer 2023/5 erlassen. Diese Verordnung genehmigt das Inverkehrbringen von Insektenpulver von der Hausgrille. Sie wird am 23. Januar in Kraft treten. Damit können jetzt auf Antrag einer koreanischen Insektenfabrik namens Cricket One Co. Limited Backmischungen, Teigwaren, Soßen, Kartoffelerzeugnisse wie Chips und vielen anderen Lebensmitteln kann jetzt bis zu 5% pulverisierte Hausgrille Acheta domesticus beigemischt werden. Damit stößt die Europäische Kommission die Tür weit auf zu der geplanten Ersetzung der natürlichen Nahrung durch Insektennahrung. Getreu nach dem Motto, ihr werdet alle bald Käfer und Ameisen essen und glücklich sein. Wenn es nicht so ernst wäre, müsste man eigentlich lachen. Bedenklich an diesem Vorgang ist die in den Erwägungsgründen 8 und 9 der Verordnung genannten Bedenken über diese neuartigen Lebensmittel, dass sie Allergien auslösen können. Obwohl einzelne Fälle von allergenen Reaktionen auf die Hausgrille bekannt und benannt sind, nimmt die Kommission in Person von Ursula von der Leyen das Risiko des sofortigen Inverkehrbringens billigend in Kauf und verzichtet sogar auf eine Kennzeichnungspflicht dieser neuartigen Lebensmittel. Das halte ich für einen Skandal. Essen ist etwas so Elementares, Heiliges und Wichtiges. Das dürfen wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich appelliere daher an alle Hersteller von Lebensmitteln, dieser Versuchung, kostengünstig Proteine beizufügen, zu widerstehen und die Nahrungsmittelketten nicht zu zerbrechen. Letztlich ist dieser Versuch, Insektennahrung hoffähig zu machen, auch ein Angriff auf unsere Landwirtschaft, auf unseren Nährstand. Bereits mit den Verordnungen zu Düngemitteln und zu Nitratobergrenzen etc. hat die EU den Landwirten massiven Schaden zugefügt. Wenn diese Angriffe nicht abgewehrt werden, verlieren wir neben der Familie und dem Privateigentum die wichtigste Säule unserer immer fragiler werdenden Gesellschaft, nämlich den Nährstand. Doch, liebe Freunde, was können wir tun? Wenn ich künftig beim Bäcker einkaufe, dann werde ich ihn fragen, ob er Insektenpulver in das Brot gemischt hat oder nicht. Und sobald er das tut, werden wir wieder zu Hause unser Brot selber backen. Kämpfen wir gemeinsam für das, was sich zu erhalten lohnt, aber seien wir auch bereit für Entwicklung und Fortschritt, solange sie nicht die Grundlagen unserer Gesellschaft und unserer Kultur angreifen. Herzliche Grüße, Ihr Joachim Kuhs.